Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, wir haben Frankensteins Monster heute bei uns. Was ist passiert? Der Henning hat sich den tollen Huina Radlader gekauft, der leider nach wie vor ein leichtes Problem mit der Hubhöhe hat. Und ja, wir haben uns für ein anderes Radlademodell entschieden und jetzt war der übrig. Und ja, was tun? Und der Henning hatte die tolle Idee, wir könnten doch eine Walze draus machen. Gesagt, getan. Hier steht sie. Und was ist das Tolle? Das war wirklich ein Low-Budget-Modell. Denn wir haben eigentlich alles aus dem Huina verwendet. Das Einzige, was parallel dazu kam, ist einmal die Bruderwalze, die wir hier für den Vorderwagen gebraucht haben und auch für die Kabine. Denn die Kabine vom Huina ist vom Maßstab her, finde ich, immer ein bisschen zu klein. Und die Walzenkabine, die passt, als ob es dafür gemacht ist. Also wirklich perfekt, würde ich sagen. Genau, dann braucht man ein bisschen Alu, ein bisschen Kabel, aber ansonsten ist alles eigentlich original noch von dem Huina-Radlader übernommen, also die ganze Elektronik. Und ich zeige euch ganz kurz, was gemacht wurde. Der wird natürlich noch lackiert. Ich gucke mal, ob ich euch hier noch irgendwo ein Bild einblenden kann, wie der dann am Ende ausschaut. Der wird auch wieder rot. Wir können natürlich auch gelb, aber hier die Farben passen jetzt so natürlich noch nicht zusammen. Also den sollte man auf jeden Fall lackieren, damit es nach was aussieht. Genau, also was hat sich getan? Wir haben einmal hinten die Pendelachse eingebaut. Relativ easy. Von der Beleuchtung her ist es so, ihr seht, Licht ist an. Die Lampen hinten sind jetzt einfach auf Strom an- oder ausgeschaltet, damit man sieht, ob das Modell an ist. Man könnte natürlich jetzt noch Rundumleuchte mit anschließen und hier vorne noch Lichter in die Kabine einbauen und so weiter. Aber wie gesagt, hier war jetzt wirklich, wir wollen das nehmen, was wir haben. Die Rückleuchten gibt es wie gesagt schon, die sind schon drin, die haben wir nur umgelegt mit einem Widerstand direkt auf den Akku mit drauf. Akku fährt übrigens der gleiche Akku wie bisher, beziehungsweise man kann hier natürlich auch einen 7,4 Volt 2S Lipo-Akku reinpacken, wie ich es jetzt gemacht habe. Ist also gar kein Problem. Dann haben wir, die Lenkung ist original geblieben. Also tatsächlich ist das noch der Original-Lenkklotz. Und wir haben die Endabschalter von der Lenkung von hier oben einmal nach hier unten gesetzt, damit der hier auch abschaltet. Und wir lenken gerade mal. Also die Steuerung ist die gleiche geblieben. Wie gesagt, wir haben die Fernbedienung belassen, die Elektrik, die Platine, das ist alles noch nach wie vor mit drin. Ihr könntet sogar natürlich das Soundmodul mit drin lassen. Der Henning wollte es nicht mehr, deswegen ist es rausgeflogen. Wäre aber jetzt überhaupt kein Problem, wir können also das Original-Soundmodul sogar noch weiterverwenden. So, also, ihr seht, jetzt stehen wir hier ganz an. Und das ist also der Lenkeinschlag. Und wie gesagt, wir haben nach links und rechts die Abschaltung. Ihr seht nachher in dem Video, wie es gemacht wurde. Aber hier ist inzwischen bei der Lenkung habe ich das hier mit einem Aluwinkel verstärken müssen. Denn also die Kräfte vom Huina sind trotz alledem echt massiv. Und auf Dauer hat sich da jetzt hier Spiel eingeschlichen. Das wollte ich nicht. Deswegen ist jetzt hier nochmal in der Lenkung eine Aluplatte reingekommen. Genau, also wir haben, erster Akt war Pendelachse. Dann haben wir hier die Lenkung im Endeffekt einmal umgebaut bzw. wiederverwendet. Denn es ist, wie gesagt, die Originallenkung. Die Endabschalter nach unten gelegt. Lenkung fertig. Wir haben die Walze hier vorne ausgebleit. Der ganze Hinterwagen ist ja Metall. Die Räder sind jetzt hier ausgebleit und die Walze sind ausgebleit, also wir haben ein schönes, schweres Modell. Dann haben wir einen von den Zylindern verwendet, die vom Arm sind, also einen Armzylinder, und haben den hier festgeschnallt, auch wieder mit einem Fetzen Alu, und haben einen Endabschalter hier vorne hingebaut. Das heißt, wir können jetzt hier einmal das Schild, wenn man es sieht, hoch und runter fahren. So, jetzt kommt hier der Endabschalter. Ist eben einer vom Arm, den wir hier verwenden. Und das Ding hat echt massiv Kraft. Ich habe vorhin beim Testen probiert, also er kann sich hochheben. Wir probieren es auch gleich nochmal. Hier unten, diese Aufnahme habe ich auch nochmal mit Alu verstärken müssen. Denn der Zylinder hat so viel Kraft, der verbindet sonst hier unten alles. Wir fahren mal ganz langsam hier runter. Und ihr seht, wir sind jetzt gleich hier an der Schmerzgrenze, was er ausfahren kann. Aber wir haben hier wirklich die Möglichkeit, die Walze hochzuheben. Das ist echt krass. Also, wir haben ein kleines Schild mit wahnsinnig viel Kraft. Wir haben eine schwere Walze.
Wir haben hier die Lenkung original vom Radlader. Wir können auch proportional fahren. Ich weiß nicht, ich habe schon lange keinen mehr in den Fingern gehabt. Also habe ich jetzt überhaupt keine Schmerzen, hier den Föhn zu fahren. Muss ich sagen, also ist super. Wie gesagt, wir haben ja eine Pendelachse drin. Das heißt, wir können das hier, kommt er da drüber, ja. So, also überhaupt kein Problem, das hier auszugleichen. Ihr seht, dann steht die Walze immer noch gerade auf und wir können hinten das Ganze ausgleichen. Ja, ansonsten von den Maßen her, die Höhe hat sich ein bisschen geändert, er ist natürlich höher geworden. Wir haben jetzt hier mit dem, was ist das, GPS-Boppel da oben, 23 in der Höhe. Wir haben jetzt eine Gesamtlänge von Schild vorne bis ganz hinten von 47 cm und die Wagenbreite ist ja im Endeffekt die gleiche geblieben. Wir haben hier eine Reifenbreite 19,5 und hier vorne sind wir bei 17,5. Also die Walze vorne ist ja ein bisschen schmäler. Ich wollte jetzt aber nicht so viel an der Radaufhängung machen. Also vielleicht wären wir hier mit den Reifen noch einen Ticken reingekommen. Aber so läuft das ganz geschmeidig und ganz wunderbar. Wie gesagt, ist wirklich ein Low-Budget-Modell, denn an Teilen haben wir nicht viel gebraucht. Huina Radlader, dann die Walze. Die ganze Elektrik ist original 1:1 übernommen vom Huina Radlader. Und wir haben einfach nur ein bisschen Alu gebraucht. Hier vorne, hier, hier und für die Pendelachse. Also sprich, viermal ein paar Fetzen Alu mit dazu und ja, dann läuft das Ganze. Ja. Ich muss sagen, wahnsinnig geniales Modell und ja, also das hier wird natürlich noch schön gemacht mit den ganzen Kabeln, gar keine Frage. Das ist nur, weil ich es ja jetzt nochmal zerlegen muss zum Lackieren. Ja. So, ich drehe es nochmal um, damit ihr das auch von unten seht, wie es hier ausschaut. Also wir haben hier die Lenkung behalten, hier ist die Pendelachse festgemacht, Akkufach ist das gleiche geblieben. Und wir haben eben jetzt hier die Walze und den Zylinder. Überhaupt kein Hexenwerk. Hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Und es ist ein tolles Modell daraus entstanden, muss ich sagen. Das echt was hermacht. Keine Frage. Ja. Wenn ihr das nachbauen wollt, wenn ihr das mitbauen wollt, ich zeige euch jetzt direkt im Anschluss, im Zeitraffer allerdings, weil es gehen doch ein paar Stunden drauf, die ganzen Arbeitsschritte. Also wie gesagt, für die Pendelachse, das Ausbleien, für die Lenkung, für den Zylinder, ist alles jetzt, kommt alles im Nachgang und am Ende, ganz am Ende natürlich das fertige Modell, fertig lackiert, in Action. Ja? Also bleibt dran, wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Kanal und die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video wieder online geht, denn es bleibt auf jeden Fall spannend. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann!
Jawohl, wie versprochen, hier nochmal die Guina H583 Walze. Ich finde, jetzt in einer Farbe ist sie richtig genial und ja, es passt einfach. Es fällt gar nicht mehr auf, dass es vorher mal zwei Modelle waren. Das Ding ist schwer. Hat übrigens knappe 5 Kilo und das reicht eigentlich auch. Die Reifen sind beschwert oben nicht mehr und wie gesagt, die Walze ist ja auch ausgebleit. Es reicht völlig. Kraft genug ist auch da. Genau, und der Henning hat mir gestattet, dass ich die Aufkleber schon alle drauf machen darf. Deswegen seht ihr das jetzt auch wirklich im komplett fertigen Zustand. Mit allen Aufklebern, mit aller Deko. Und ja, funktioniert trotzdem eh. Das haben wir ja im letzten Video schon gehabt. Oh nein! Ach, stimmt, da liegt ja noch was. Wollte ich euch auch noch zeigen. Denn es sind ja noch diese geriffelten Verdichter. Aufsätze dabei. Die passen natürlich nach wie vor. Das sind die hier, die bei der Walze mit dabei sind. Die kann man dann hier einfach draufklicken und einmal außen rum und dann hat man das. Die habe ich auch lackiert in so einem Rostton, damit es ein bisschen verbraucht ausschaut. Und ja, im Endeffekt, ja, lackieren ist hier immer so eine Sache, gerade bei den Felgen. Ich glaube, Felgen werden prinzipiell aus Material gemacht, das nicht lackiert werden will. Ist irgendwie bei mir immer das Gleiche. Ja, aber ansonsten hat das wunderbar geklappt. Grundieren, ein paar Mal drüber lackieren, alles wunderbar. Und ich zeige es euch mal im Nahen, wenn ich das so in die Hand bekomme. Also hier haben wir jetzt im Endeffekt das Schild vorne dran. Wir haben die Walze, die ist jetzt eben auch in Rost lackiert. Ein bisschen Aufkleber mit dabei. Hinten das Pendel, sieht man jetzt auch schön. Dass das hier mitarbeiten kann, weil ja vorher alles original ist, ist ja komplett starr. Genau. Ja, dann haben wir ja hinten das Licht angeschlossen, dass wenn das Modell an ist, dass hier auch das Licht an ist. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Jawohl, das war einmal der Rundumblick. Und wie gesagt, ansonsten finde ich, in dem Rotton hätte ein Gelb natürlich auch super gepasst. Wenn man es aber halt einmal in einer gleichen Farbe lackiert, macht es gleich einen geschlosseneren Eindruck. Und ich muss sagen, das mit der Kabine gefällt mir wahnsinnig gut. Die ist jetzt übrigens geschraubt, nicht mehr geklebt. In den Testvideos habe ich die einfach immer kurz festgepappt. Jetzt ist sie geschraubt, denn jetzt kann man sie einfach fürs Lackieren oder für die Wartung auch mal einfach unten wegschrauben. Einfach von unten mit einem Aluwinkel angeschraubt. Ja. Ist also, wie gesagt, alles sehr simpel. Die Originalfernbedienung ist geblieben. Originale Elektronik ist ja alles geblieben. Habe ich euch alles schon erzählt. Ich wollte es euch nur noch mal zeigen in lackiertem Zustand. Ich habe ein paar Fotos gemacht natürlich von ihr und die folgen jetzt direkt im Anschluss. Dann habt ihr noch ein paar Nahaufnahmen natürlich von der Walze auch mit dabei. Dann freut es mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, jetzt gleich abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr das nächste Video garantiert nicht. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann!